Eine Erfahrung, die Patientenberater Peter Friemelt immer wieder macht. Patienten, die beim Arzt ohne Aufklärung mit Extrakosten überrumpelt werden. Wie Sandra Wagner. Ja, und dann komme ich da raus, ja, und der Augeninnendruck kostet 20 Euro. Für den Experten ein klarer Regelverstoß und eine Belastung für das Vertrauensverhältnis beim Arzt. Also in manchen Praxen kommt man sich wirklich vor wie im Bazar, dass die Patienten nicht gut aufgeklärt werden und dann auch noch unter Druck entscheiden sollen, führt dazu, dass die Patienten hier oft sagen, das ist eine reine Abzocke. Sandra Wagner bekam eine Augeninnendruckmessung, mit der die Krankheit grüner Star frühzeitig erkannt werden soll. Die häufigste Igel-Leistung, doch ihr Nutzen ist umstritten. Der sogenannte Igel-Monitor des Spitzenverbands der Krankenkassen bewertet im Internet die Studienlage zu Igel-Untersuchungen. Das Urteil hier? Tendenziell negativ. Es gibt keine ausreichenden Belege für die Wirksamkeit. Nach der Augeninnendruckmessung ist die Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs die häufigste Igel-Leistung. Auch Anja Hasenstab bekam so eine Untersuchung, die rund 45 Euro kostet, angeboten. Eine Entscheidung unter Zeitdruck. Ich habe erlebt, dass man dann am Empfang ist, sagt, ich habe heute Termin, dieses, jenes. Ja, möchten Sie das? Ja, das weiß ich ja in dem Moment nicht. Ja, wenn, dann müssen Sie das aber jetzt unterschreiben, weil wir brauchen dazu Ihre Unterschrift. Aber manchmal möchten wir vielleicht erst mit dem Arzt drüber reden. Auch der Ultraschall zur Eierstockkrebsvorsorge ist umstritten. Experten raten davon ab, weil die Zuverlässigkeit gering sei und falsch positive Befunde immer wieder zu unnötigen Operationen führten. Trotzdem wird sie in vielen Arztpraxen geradezu beworben, kritisieren Verbraucherschützer. Streng genommen muss es ganz andersrum gehen. Der Patient muss von sich aus den Wunsch äußern, dass er solche Leistungen will. Dr. Manfred Stumpfe ist Frauenarzt. Er verteidigt die Untersuchung, weil sie viel mehr Erkenntnisse liefere als nur die Krebsvorsorge. Wichtig ist Information und Bedenkzeit. Jede Patientin kann sich entscheiden, ob sie das annehmen will oder nicht annehmen will. Auch bestimmte naturheilkundliche und alternativmedizinische Verfahren sind Igel-Leistungen. Zum Beispiel die Blutegeltherapie bei Kniearthrose, die Dr. Frank Balko seinen Patienten anbietet. Der Igel-Monitor bewertet auch diese Leistung als tendenziell negativ, weil es wie so oft in der Naturheilkunde kaum belastbare Studien gibt. Für Alternativmedizin muss man zahlen. In der ganzen Naturheilkunde sind die Studienlagen sehr dünn. Es gibt glühende Verfechter und es gibt genau das Gegenteil auch. Streitthema Igel-Leistungen. Patienten sollten sich gut informieren, Bedenkzeit erbeten und nicht überall zustimmen. Soll ich nein? Danke. Beim Arztbesuch ist es oft besser, den Geldbeutel daheim zu lassen.